Grenzen mitten in Deutschland. Diese Bilder haben uns heute erreicht. Es sind die Bilder des Tages. Es sind absurde und bedrückende Bilder. Und zwar sehen wir hier an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, also mitten in Deutschland, Grenzkontrollen, wo Urlauber, Passanten, Bürger aus dem Verkehr gezogen werden und dort kontrolliert werden und man analysiert, ob sie erlaubt sind, in das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern einreisen zu dürfen. Wir sehen hier verschiedene Fahrer, die ihre Ausweise, Dokumente vorzeigen müssen und von den Polizeibeamten kontrolliert werden. Statt also zu Hause zu bleiben, zieht es trotz Ausgangsbeschränkung viele von Brandenburg nach Mecklenburg-Vorpommern, viele Urlauber, viele Leute, die dort ihre Ferienhäuser haben. Unser Bildreporter Peter Tiede ist im Dorf Karwitz, denn dort findet eine direkte Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern statt. 1,5 Kilometer hinter der Grenze ist das brandenburgische Tomsdorf und kurz davor Karwitz. Und die Leute fragen sich natürlich, kommen sie jetzt noch rein und raus? Peter, wir wollen natürlich von dir wissen, was passiert, wenn du einige Meter weiter Richtung Mecklenburg-Vorpommern vordringen möchtest. Ich stehe in Mecklenburg-Vorpommern direkt an der Grenze, 1,5 Kilometer drin in Mecklenburg-Vorpommern. Aber uns sind hier heute Leute begegnet, die aus Brandenburg mit ihrem Fahrrad rübergekommen sind. Fahrradfahren darf man hier noch. Aber ihre Nachbarn konnten nicht tanken fahren oder konnten nicht einkaufen fahren, obwohl der Supermarkt ganze 4 Kilometer weg ist von den Dörfern oder die nächste Tankstelle. Sie müssen stattdessen dann nach Brandenburg reinfahren. Und während die Leute sind natürlich total verdattert, weil hier, da wo ich stehe, dürfen keine Berliner sein. Hier war am Wochenende und auch heute Morgen das Ordnungsamt und die Polizei unterwegs und haben kontrolliert, ob hier Berliner sind oder Auswärtige sind, die hier nicht sein dürfen und die aufgefordert, dann auch das Dorf zu verlassen. 1,5 Kilometer weiter in Brandenburg ein völlig anderes Bild. Dort sind die Ferienhäuser voll, also zumindest die Ferienhäuser, die den Leuten dort selbst gehören. Dort sind Berliner, Brandenburger oder auch Schleswig-Holsteiner, egal wo sie aus Deutschland herkommen. Sie dürfen ja nicht nach Mecklenburg reinfahren, aber wenn ihnen ein Haus 1,5 Kilometer weiter gehört, dann dürfen sie Corona-Ferien auf dem Lande machen. Das ist völlig absurd. Aber wenn man dann den Leuten erklärt, womit das begründet wird, nämlich dass zum Beispiel Mecklenburg sagt, naja, wenn jetzt alle hunderttausende Leute, die aus ganz Deutschland bei uns Ferienhäuser oder Ferienwohnungen haben, wenn die jetzt hierher kommen und hier Corona frei machen und dann bei uns Corona ausbricht, richtig doll ausbricht, dann schafft das unser Gesundheitssystem nicht. Wenn man das den Leuten erklärt, dann haben sie einigermaßen Verständnis. Es gibt völlig absurde Bilder hier. Zum Beispiel haben uns auch einige Nachbarn hier erzählt, dass einige Berliner ihre Autos dann in den Scheunen hier verstecken, sich dann vormittags in den Häusern verbarrikadieren und dann hier halt quasi dann ihre Quarantäne machen oder diese Häuser hier nicht verlassen, aber halt nicht in die Städte zurück wollen. Die haben sich hier wirklich versteckt. Kannst du uns auch etwas über die Anwohner erzählen? Wie gehen die denn mit diesem ganzen Versteckspielen um? Ja, es ist wirklich unterschiedlich, weil es gibt Leute, die auch Verständnis haben, die irgendwie sagen, meine Güte, lass die Leute doch hier in ihren Ferienhäusern sein. Aber dann haben wir heute mit einer Krankenschwester gesprochen, hier aus dem Ort, die uns sagte, naja, also wir haben wirklich viele alte Leute hier. Wir sind mitten auf dem flachen Land. Hier sind naturgemäß mehr alte Leute, weil die Jungen weggegangen sind. Und die müssen wir irgendwie schützen. Wenn jetzt aus ganz Deutschland Leute anreisen, hier in ihre Häuser gehen und dann von da vielleicht noch Corona mitbringen, dann ist das für uns ein Problem. Dann schaffen das unsere Kliniken nicht und wir müssen uns ja auch ein bisschen selber schützen. Und jeder muss jetzt mal vernünftig sein, so die Krankenschwester. Jeder muss vernünftig sein, jeder muss zu Hause bleiben. Sie wäre auch lieber an der Ostsee, schön an der Steilküste oben auf Usedom. Da darf sie auch nicht hin und da kann sie auch nicht hin. Warum soll denn halb Deutschland dann nach Mecklenburg reisen und hier Corona-Ferien machen? Aber wie gesagt, der absolut irre Widerspruch ist, die Leute können nicht mal zum Einkaufen fahren, die können nicht tanken fahren, sie werden permanent kontrolliert, also sie können auch die alltäglichen Sachen teilweise nicht machen. Der kleine Grenzverkehr mitten in Deutschland wird ausgebremst. Peter, du beschreibst das Ganze als Grenzirrsinn. Wie gestaltet sich das denn konkret an der Grenze? Gehen die Leute mit diesen Kontrollen friedlich um? Gab es da schon Reibereien? Die gibt es ja jetzt schon seit dem Wochenende. Und am Wochenende, so haben uns auch die Polizisten erzählt, mit denen wir unterwegs waren, heute Morgen und auch gestern tagsüber, sagen, zum Anfang gab es ein gewisses Unverständnis. Jetzt kennt man sich schon, also man grüßt sich schon, weil die Leute haben die ganzen Pendler, die hier morgens fahren, morgens um 7 werden die Kontrollen aufgebaut, dann gehen die ein paar Stunden, dann packt die Polizei ein, dann kommt sie irgendwann wieder. Und man hat sich jetzt darauf eingestellt, Und die Leute hier auf dem Dorf sagen, ja Gott, also wenn auf der Straße Kontrolle ist, wir kennen die Waldwege, wir kennen die anderen Wege und zur Not kommt man rüber. Aber trotzdem ist das Unverständnis auf Seite
der Brandenburger, die jetzt plötzlich nicht mehr rüberkommen, ist riesengroß. Wir hatten vorhin auch einen Bauern, der wollte nur seinen großen Trecker tanken. So, der kann zum Trecker tanken nicht einfach rüberfahren, der muss jetzt irgendwie 15 Kilometer weiterfahren. Das macht das Leben komplizierter. Auf der anderen Seite haben wir auch komplizierte Zeiten. Wir haben keine einfachen Zeiten. Und jeder ist ja auch gehalten, mit dem Hintern zu Hause zu bleiben.